Das erste Stück, das ich gespielt habe, war für Elise. Und ich bin ganz sicher, dass dieses Stück war von Edition Peter. So, das ist eine schöne Erinnerung für mich mit Peters. Ja. Noten aus dem Hause C.F. Peters. In aller Welt verbreitet und beliebt. Der markante und weithin bekannte grüne Einband steht für qualitativ hochwertige Ausgaben zu erschwinglichen Preisen. Seinen Ursprung hat er im Jahr 1867. Die Vision der Leipziger Musikverleger Max Abraham und Julius Friedländer war simpel, ambitioniert und mutig. Jedermann sollte sich Noten leisten können. Der Beginn einer Revolution im Musikaliengeschäft. Vor 150 Jahren ging die grüne Reihe Edition Peters an den Start. Heute umfasst sie 12.000 Bände, eine Universalbibliothek des klassischen Musikrepertoires. Werke von Bach, Beethoven, Brahms, Chopin, Grieg, Mahler, Mendelssohn, Mozart, Schubert, Schönberg, Schumann, Richard Strauss, Wagner und vielen anderen stehen neben führenden Zeitgenossen des 20. Jahrhunderts. Darunter John Cage, Morton Feldman, Jerk Ligeti und Maurizio Kagel. Bis heute verlegt Peters viele namhafte Komponistinnen und Komponisten der Gegenwart. Hinter dem Erfolg der grünen Reihe verbirgt sich jedoch eine komplexe und wechselvolle Geschichte, die ebenso tragisch wie inspirierend ist. Eine Geschichte, die nicht in Vergessenheit geraten sollte. Leipzig im 19. Jahrhundert. Eine der wichtigsten Musikstädte Europas. Heimat des Gewandhausorchesters und Schaffensort von Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann und Richard Wagner. Hier erklingen Uraufführungen von Beethoven, Schubert und Brahms, aber auch die Werke des Leipziger Thomaskantors Johann Sebastian Bach. Zum ersten Mal nach langer Vergessenheit. Mendelssohn gründete die erste Musikhochschule auf deutschem Boden. Gleichzeitig ist die Stadt ein Zentrum des Klavierbaus und des Buch- und Notenhandels. Im sogenannten grafischen Viertel drängen sich dicht an dicht weit über 1000 Geschäfte, Druckereien und Verlage. Genau der richtige Ort also, um eine Zeitenwende in der Musikbranche einzuläuten. In den 1860er Jahren gelang es dem Leipziger Notenstecher Karl Gottlieb Roeder, das sogenannte Schnelldruckverfahren mit Rotationspressen vom Buchdruck auf den Notendruck zu übertragen. Max Abraham, Eigentümer des Musikverlags C.F. Peters, erkannte sofort das Potenzial der neuen Erfindung. Innerhalb kürzester Zeit wurde eine neue Reihe entwickelt und in Druck gegeben. Die Edition Peters war geboren. Die ersten Bände erschienen im November 1867, zu einem Fünftel des bisherigen Kaufpreises für Noten. Den Auftakt mit der Nummer EP1 bildete natürlich das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach. Wem sonst als dem Übervater des Leipziger Musiklebens hätte diese Ehre gebührt? Zu den Herausgebern der neuen Titel zählten die renommiertesten Musikforscher der Zeit. Ziel war es, praktische und fundierte Ausgaben einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Von Berufsmusikern bis hin zu interessierten Laien. Hohe Qualität zu günstigen Preisen, lautete die Maxime. Wir sagen immer, dass Bach immer die erste Position hat bei Peters. Und es ist eine Tatsache, dass Edition Peters Nummer 1 Bach volltemperiertes Klavier war. So, das ist für uns sehr wichtig. Aber es ist auch eine Tatsache, dass Max Abraham eine ganze Reihe von anderen Ausgaben sehr schnell produziert hat. Es ist auch eine Tatsache, dass er am ersten Tag ungefähr 60 Ausgaben von Schumann zur Verfügung stellen konnte, da sie mit dem Schnelldruckprozess hergestellt worden sind. Und das hat natürlich alle sehr beeindruckt. Das Ergebnis war ein grundlegender Wandel im Musikleben.
waren Musizierende zuvor darauf angewiesen, teures Aufführungsmaterial lediglich auszuleihen, konnte ein breites Publikum es sich nun leisten, Noten zu kaufen. Der Geburtsort dieser Revolution erscheint im Rückblick durchaus angemessen, hatte der Peters Verlag an seinem damaligen Sitz doch einen berühmten Vormieter. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder hier im Mendelssohn-Haus sind, an diesem wunderbaren, authentischen Platz, der nicht nur Felix Mendelssohn-Bartholdys Sterbeort und sein Musiksalon und den wunderbaren Ort, wo er den Elias komponiert hat, beherbergt, sondern eben auch die Spuren von Max Abraham hier auf diesem Korridor, die Edition Peters gegründet hat und 7 Jahre an derselben Stelle residiert hat. Die Edition Peters hatte durchschlagenden Erfolg. Dank der geschickten Vermarktung durch Max Abraham und seine Belegschaft, aber auch aufgrund der begeisterten Reaktionen des Musikerpublikums auf die neuen Ausgaben. Die Pianistin Clara Schumann, Witwe des Komponisten Robert, lobte die neuen Ausgaben in einem Brief an Max Abraham. Sie sind ganz vorzüglich, feinsinnig und höchst spielbar. Und ich ziehe sie allen anderen vor, die ich kenne. Innerhalb eines Monats lagen bereits 100 Bände vor. Und das erstaunliche Tempo der Neuerscheinungen setzte sich fort. Wann immer die Schutzfrist für die Werke eines Komponisten auslief, ließ Abraham sie umgehend in der Edition Peters veröffentlichen. In 1886 trat Max Abrahams Neffe Henry Hinrichsen in den Verlag ein. Aufgrund der großen Nachfrage in aller Welt wuchs der Katalog in den folgenden Jahrzehnten rasant an, wobei man dem Grundgedanken der Reihe, hochwertige und praktische Ausgaben zu erschwinglichen Preisen, stets treu blieb. Thank you.
Ein Komponist trug in ganz besonderem Maß zum Erfolg der Edition Peters bei: Edvard Grieg. Die einzigartige Beziehung von Grieg zu seinen Verlegern ist in einem umfangreichen Briefwechsel dokumentiert. Max Abraham und Henry Hinrichsen förderten den Komponisten nicht nur finanziell, sondern waren ihm auch freundschaftlich verbunden und unterstützten ihn mit Rat und Tat. Grieg erwiderte dieses Vertrauen und zeigte sich lebenslang dankbar für das großzügige Engagement seiner Verleger. Vor allem der Siegeszug von Griegs Klavierkonzert bescherte der Firma ein beträchtliches Einkommen. Abraham und Hinrichsen bedachten den Komponisten daraufhin mit Zuwendungen, die das vertraglich vereinbarte Maß weit überschritten. Ein charakteristisches Zeugnis ihres Geschäftsethos. Zum 100-jährigen Bestehen des Verlags im Jahr 1900 schrieb Grieg an Abraham: Was mein persönliches Verhältnis zu Edition Peters betrifft, rollt sich bei dieser Gelegenheit wie ein Gesamtbild für mein inneres Auge auf. Und dieses Bild zeigt mir aufs Neue die tiefe Dankbarkeit für das Haus C.F. Peters und dessen lieben Chef, von welcher ich bis zu meinem letzten Hauch immer durchdrungen sein werde. Mit Anbruch des 20. Jahrhunderts befand sich der Verlag C.F. Peters auf der Höhe seiner Blüte. Dank der grünen Reihe hatte Peters einen für klassische Musikverlage beispiellosen Aufstieg erlebt. Die Firma hatte sich auf den Weltausstellungen in Chicago, Philadelphia und Paris präsentiert und war auf dem Weltmarkt führend. Ein Triumph für Max Abraham, seinen Neffen Henry Hinrichsen und die Belegschaft. Die neue Edition war nicht nur gut für Notenverkauf in Deutschland, wo es natürlich sehr erfolgreich war, aber hat auch dazu geführt, dass Peters, also dass der Exportmarkt für Peters wesentlich größer geworden ist. Das heißt, dass die Noten viel mehr verkaufbar waren, dass der Preis war viel besser. Das hat dann bedeutet, dass Peters Noten überall in Europa, in Amerika, also wir haben ein Bild, also im Verpackungsraum, wo eine ganz große Kiste von Noten nach Amerika, nach Boston zu transportieren ist. Also man sieht das im Bild. Und der Chairman, der Vorsitzende vom Vorstand von Peters, sagt, dass es kurz danach zur Situation geführt hat, dass ein Stück Peters auf jedem Klavier, er sagt, in Europa, aber ich würde sagen in Europa und in Amerika zu finden war. Nach Abrahams Tod entwickelte Henry Hinrichsen die grüne Reihe weiter, während er gleichzeitig Werke zeitgenössischer Komponisten in Verlag nahm. Darunter die Tondichtungen von Richard Strauss, Arnold Schönbergs 5 Orchesterstücke und Gustav Mahlers 5. Sinfonie. Eine mitunter kostspielige Strategie, die sich auf lange Sicht aber mehr als auszahlte. Wie schon sein Onkel schrieb auch Henry Hinrichsen gesellschaftliches Engagement groß, förderte Kunst und Kultur und legte den Grundstein für Schulen, Museen und die Musikbibliothek Peters mit ihren wertvollen Beständen. Neben der zeitgenössischen Musik gewann auch die möglichst originalgetreue Herausgabe älterer Werke zunehmend an Bedeutung. Dieser sogenannte Urtextgedanke, entwickelt vom Leipziger Verlag Breitkopf und Hertel, wurde von der Edition Peters schon früh aufgegriffen und verbreitet. Ganz auf Urtextausgaben spezialisiert ist heute etwa der Münchner Henle Verlag. Hallo, mein Name ist Dr. Wolf-Dieter Seifert und ich bin der Geschäftsführer des Henle Verlags. Heute, im Oktober 2017, gratulieren wir von Herzen zu 150 Jahre grüner Serie der Edition Peters. Der Peters Verlag und speziell die grüne Serie hat ja mit der Gründung unseres Verlages, mit den blauen Urtextausgaben, vor etwa 70 Jahren eine starke Konkurrenz bekommen. Aber bekanntlich, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und Günter Henle, unser Gründer, hat zeitlebens, wie er immer humorvoll erzählte, mit Peters Ausgaben weiterhin musiziert. Er war einfach die Noten so gewohnt und mit dem Notenbild vertraut. Man darf auch nicht vergessen, dass der Peters Verlag speziell in den 1930er Jahren in einigen ausgezeichneten textkritischen Bach-Ausgaben von Ludwig Lanzhoff den Weg für den großen Erfolg der Urtextidee mitbereitet hat. Der Bach-Spezialist Ludwig Lanzhoff war nur einer von vielen weithin geschätzten Herausgebern,
die im Musikleben ihrer Zeit eine zentrale Rolle spielten und deren Arbeit über die Jahre zum Erfolg der Grünen Reihe beitrug. Mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten wendete sich das Schicksal für die Edition Peters. Der Holocaust sollte für die jüdischstämmige Familie Hinrichsen verheerende Folgen haben. Aufgrund seiner wirtschaftlichen Stellung war der Peters Verlag eine der ersten Leipziger Firmen, die der sogenannten Arisierung zum Opfer fielen. Der älteste Sohn und Firmenerbe Max Hinrichsen, seit kurzem mit einer Nichtjüdin verheiratet, übersiedelte mit ihr und der gemeinsamen Tochter nach England. Sein nächstjüngerer Bruder Walter Hinrichsen floh nach New York. Geheimrat Dr. Henry Hinrichsen, wohltätiger Mäzen und Stifter, Freund und Vertrauter von Edvard Grieg und vielen anderen Musikergrößen seiner Zeit, Familienvater und Verleger, wurde am 17. September 1942 in Auschwitz ermordet. Nach der Ermordung ihrer Eltern und Familienangehörigen bewiesen Max und Walter Hinrichsen in den Nachkriegsjahren großen Mut und enorme Willenskraft. Max gründete in London den neuen Verlag Peters Edition Limited. Walter rief in New York die C.F. Peters Corporation ins Leben. Das Leipziger Stammhaus wurde volkseigener Betrieb, setzte mit seinem Verlagsprogramm aber auch weiterhin musikwissenschaftliche Standards. Westlich des Eisernen Vorhangs war diese Zeit vor allem durch zwei Entwicklungen geprägt. Den Kampf um das Familienerbe und die damit verbundenen Verlagsrechte, vor allem in London, sowie die Erweiterung des zeitgenössischen Katalogs durch weitsichtige Vereinbarungen mit neuen Komponisten. In New York bewies Walter Hinrichsen sicheres Geschäftsgespür, indem er unter anderem John Cage und George Crumb unter Vertrag nahm. Im ständigen Unterrichtsgebrauch habe ich zum Beispiel John Cage, der verlegt ist, der ja leider tot, von daher ist er von rot auf grün gewechselt, ja, ist also ein Komponist, der mich sehr fasziniert. Wir bereiten Konzerte vor mit Werken von Cage und von daher sind die Noten auch bei diesen Komponisten sehr wichtig für uns. It's a beautiful piece. Dream is just a beautiful piece. People, you know, in my role with the Cage Trust, I can't tell you how often people bump into people in all walks of life, all age groups, and the person will say, "Ugh, Cage, I hate his music." And I always say with genuine astonishment, I say, "All of it?" Because Cage was like Beethoven. You know, there are periods of Cage's life where he wrote different kinds of music. Schoenberg is quoted as saying, "He was perhaps my most interesting student, not a composer, but an inventor of genius." Interessanterweise versuchen wir heute im Prinzip das Gleiche zu tun. Das heißt, wir haben Leute, die Interesse an Technologie haben, aber auch tief in Musik arbeiten. Und diese zwei Seiten sind zusammengekommen und haben Tido, also das Konzept von Tido, entwickelt. Und jetzt ist Tido als Plattform für Musik erschienen. Und die Absicht ist, dass es im Prinzip das Gleiche tun sollte, als Max Abraham mit seiner Edition wollte. Das heißt, dass wir etwas Gutes für die Welt von Musik tun, dass Musiker Musik besser erleben können, entdecken können, dass sie spielen können. Eigentlich im Prinzip die gleiche Idee wie Max Abraham, aber heute in Form von Tido. Thank you.
langjährigen Verhandlungen erfolgte 2010 die Gründung der Edition Peter's Group. Damit kam die gesamte Verlagsgruppe in den Besitz der gemeinnützigen Hinrichsen Foundation in London und der Erben von Walter Hinrichsen in den USA. Dass die Hinrichsen Foundation ihre Einkünfte aus dem Unternehmen dazu verwendet, das zeitgenössische Musikleben zu fördern, ist eine gebührende Fortsetzung des mäzenatischen Wirkens von Henry Hinrichsen in Leipzig. Im Oktober 2014 kehrte der Deutsche Peters Verlag nach Leipzig zurück und bezog die angestammte Firmenadresse in der Talstraße 10. Ein prachtvolles Gebäude, das Max Abraham 1874 als Wohn- und Geschäftshaus hat errichten lassen. Mit seinen Standorten in Leipzig, London und New York ist der Musikverlag Peters heute durch und durch international aufgestellt. Gleichzeitig wird die grüne Reihe Edition Peters kontinuierlich fortgesetzt, sei es mit Urtextausgaben von Bach, Chopin und Liszt oder mit zeitgenössischen Werken aus einem inzwischen weltumspannenden Katalog. It works from a really practical perspective as well. The choice of the color of the paper. Musicians love it. It's cream, it's not blinding white. They can read it, even when they've got lights blaring at them. The copies lay flat. These things matter to musicians. We can always improve, we're always trying to improve. But I think Max's vision was good. He was right. Quality, practicality, and affordability.